nichts, sonst wird das ganze Ding. Nein, nein! Hau zu! Alter. Also hier geht's ganz schön ab, ne? Das möchte ich mal so erwähnt haben. Ich wollte es nochmal eben kurz lesen, was hier stand. Rapture Radio, ja, das kennen wir schon. Oxford-Zigaretten, ja, das kennen wir alle schon. Aber Alter, wie das aussieht. Alter Schwede. Unabhängigkeit, Handel, Kreativität, Freiheit, Vorherrschaft. Und Individualismus. Der hat wieder eine Eve-Spritze dabei. Was ist das? Was sind das für komische Geräusche? Wir haben gerade gesehen, da kam auf jeden Fall gerade ein Fahrstuhl runter. Das vermag nichts Gutes heißen. Oh, wir haben 7 Uhr. Ich glaube nicht. Ich glaube Viertel vor. So. Was haben wir hier? Aufzug wird repariert. Ja, das ist doch super. Wir bitten um... Was? Wir bitten den Stopp zu entschuldigen. Alter, ich... Alter, ich scheiß mir gleich in die Hose hier. Muss ich... Ich wollte gar nicht hier rein. Hör zu. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Bounty. Such meine Familie. Bitte. Ich werde deine verfickte... Entschuldigung. Deine Familie retten. Oh, wir haben einen Pfeil. Alter, jetzt hör doch mal, lass doch mal den scheiß Raumschlüssel in Ruhe, Alter. Die große Kette. Aha. Feine Spirituosen und Tabakwaren. Hier ist wieder Vita Chamber. Was haben wir denn hier? Verbandskasten. Sehr schön. Und ein Schokoriegel. In liebender Erinnerung. Oh je. Eieieiei. Wer läuft? Hier läuft doch einer. Wer läuft denn hier? Okay. Was haben wir hier? Ah, Kaschmir-Restaurant. Das klingt ja vielversprechend. Hallo? Wollte ich nicht. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Da ist ja gar nichts drin. Hui! Schade, ich kann die Waffe von der nicht aufnehmen. Cocktail Lounge. Bestimmt Kirschcocktail gab es hier. Oh. Kaschmir-Song. Yeah. Happy New Year. 1959. Voll geil. So, frohes Neues hier. Boah, wie geil. Was? Wer quatscht denn da? Ist hier irgendwas am... Oh, da liegt ein Verbandskasten. Den nehme ich mit. Sonst noch was trinken? Okay. Alter, der mit seinem Schraubenschlüssel macht mich total nervös. Was ist hier? Dancing? Was? Ach, und ein Tanzabend. Ja, ich glaube, da tanzen wir gleich mal mit. Aber erst... rufe ich erstmal meine Mama an.
Mami. Ah, scheiße, verwählt. Okay, was haben wir hier? Hey, da liegt Geld. Düt. Zeitungsstand, okay. Hü. Total verspeist. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Mach endlich auf! Das war aber gerade abgefahren. Das war irgendwie strange. Hey! Ein Ort der Zuflucht in Horrorspielen. Wir wissen's ja. Oh, und ein Tonband. Das hebe ich sofort auf. Moment, ich will noch mal eben kurz hier gucken. Nein, ich will... Danke, dass ich den Verbandskasten aufnehme. Halten. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast drei Wochen ein riesiges Loch in der Wand mit seinem Scheiß ist? Alter! Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring okay. Das in Ordnung. Ja, gerne. Oh, Alter. Ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es so spannend ist. Oh, okay. Okay, da gehe ich noch nicht lang. Ich möchte gerne erstmal... Was war das denn? Alter, mach mich nicht fertig. Ich spiele noch kein Resident Evil. Alter, ich spiele... was soll ich gesagt haben? Genau, ich laufe jetzt erstmal noch ein bisschen mit dem Schraub... Ach, da ist der. Noch ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel, weil ich will ein bisschen Munition sparen. Ja, komm her, hol's dir. Na komm. Na komm. Komm her. Der ist weg. Alter, die hat eine Waffe. Willst du mich verarschen? Oh, Alter, die hält aber ein bisschen mehr aus. Okay. So. Okay, wir hätten die auch hier reinlocken können, glaube ich. Wow. Puh. Okay, ich glaube, die Band spielt eh nicht mehr. Mhm. Nein, ich wollte doch nicht... Oh. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hm, ein Schokoriegel. Okay, die haben es wahrscheinlich nicht mehr durch die Tür geschafft. Da war vor der Tür schon zu Ende. So. Dann gucken wir mal. So, hier haben wir eine Eve-Spritze. Dollar. Ein Tonband. Das hören wir uns direkt mal an. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Und du sitzt in hier feist aus fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Mhm. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Oh Gott. Hey, Verwandtska... Ah, okay. Limit erreicht. Wir haben... Warte mal, ich kann mich mal einmal heilen. Dann nehme ich den Verbandskasten mit. Da haben wir... So, Cocktail-Lounge. Mhm. So, was war denn hier für ein Raum? Ich guck mal eben. Die Küche. Immer ein guter Ort, um... Boah, hier hat aber einen mächtigen Durchfall gehabt. So, was haben wir hier? Verbandskasten. Ja, wir sind voll 9. Mehr wie 9 können wir nicht aufnehmen. Ich weiß nicht, warum... Haben wir hier sonst... Das sind übrigens die Kochtöpfe von Resident Evil 7. Die wurden hier rausgeklaut. Registrierungskasse, kriegen wir wieder einen Dollar. Da ist auch nochmal ein Dollar. Was ist mit ihm? Er hat auch Dollar dabei. Sehr schön. 10 Dollar haben wir. Können wir das öffnen? Nein, ne? Schade. Die haben dann zu singen immer.
Ich glaube, da ist jemand. Wenn du eins Bleister am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Aha. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das ist natürlich praktisch. Müssen wir natürlich behalten, dass wir das nicht vergessen. So. Wo ging's jetzt? Ach ja, oben, ne? Schön, dass wir so einen Pfeil haben. Huah! Alter! Boah, Alter. Wie die auf einmal da in der Ecke stehen, alle. Ist ja... Oh, ich trau mich hier gar nicht, mich vorzubewegen. Ist ja gruselig. Gruselig. Hallo? Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Aber natürlich. Was macht die da? Ja. Verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Oh Gott. Ich habe Angst, dass das zusammenfällt und wir unten hängen. Die macht sich Nackensteaks. Ja, finde ich auch gut. So. Ja, dann gucken wir mal. La 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 la. So, okay. Ich will da gar nicht runter. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. So einen möchte ich nicht begegnen. Naja. Zirkus der Werte. Ah. Defekter Verkehrsautomat. Verkaufsautomat. Sender Jones Happy Chappy. Ja. Kann ich hier rein? Kann ich mir wenigstens nochmal hier ein bisschen umsehen, ob hier vielleicht irgendwas liegt, was wir gebrauchen können? Nö. Aber, ach, hier hat sie gerade im Nacken rumgestochert, als sie sich Nackensteaks machen wollte. So, wo geht's hier hin? Ach, hier kommen wir gar nicht weiter, okay. So. Ich bin ganz ehrlich, ich will Big Daddy gar nicht begrüßen. Es reicht mir, dass ich ihn nur gesehen habe. Okay, da ist ein Whisky, den brauchen wir gerade nicht. Ich glaube, hier hat Big Daddy auch aufgeräumt. Eve's Garden. Ah, Vita Chamber. Gibt's doch nicht, Alter. Es war eine vergnüglichte Nacht, ja. Was? Ich leg schon mal die Präser raus. Was? Hä, was? Wieso funktioniert das nicht? Okay, die eine Waffe in der Hand haben, sind stärker. Das muss ich mir merken. Also die halt, eine Pistole haben, die sind auf jeden Fall stärker zu besiegen. Kann ich geduckt gehen vielleicht, dass sie mich nicht... Oh. Ich
Zieh dich gut an, lächle und sei du selbst, steht im Ratgeber. Ja. Wie wär's, wenn er mal abzappelt? Hat keiner gesehen. War ich nicht. War ein Unfall. Ein Arbeitsunfall. So, der hat einen Dollar dabei. Oh, ein Big Daddy. Ein Dollar und eine Eve-Spritze. Sehr schön. Huch. Was? Altruismus ist die Wurzel aller Sünde. Ja, Medical Pavillon. Da werden wir wahrscheinlich gleich reingehen. Oder auch nicht. Good Morning Rapture. Oh, hier sind Kisten. Oh, Alter, nein, wollte ich... Oh, jetzt hat er den ganzen Whisky gesoffen. Hallo, Freunde. Willkommen zu Lesbe, ja, schon. Wir lassen Schuhe glänzen. Aha, aha. Neues vom Tag. Da kommen wir anscheinend nicht rein. Gehen wir weiter. Ich gehe natürlich erstmal nicht den direkten Weg, ne, um erstmal so ein bisschen uns umzugucken. Ach, schon wieder eine Toilette. Was ist das denn hier? Bandagen. Bandagen haben dir Gesundheit wieder verschafft. Oh, geil. Boah, wie cool das ist. Okay. Achso, das war gleichzeitig Herren- und Frauenklo. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Alter, was? Aua! What the fuck? Ja, komm noch her! Okay. Es ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Er hat nämlich schön abgeriegelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Hab ich's nicht gesagt? Darf ich noch eben ein bisschen hier abluten? Mach keinen Stress. Stress habe ich noch. Huch. Alter, wie krass. Ach nee, ist das Licht. Ich dachte schon, läuft da Blut runter. Alter Schwede. Huha. So. Oh, Alter. Ich vertue mich immer auf Dreieck ist ja hier springen. Medical Pavillon. Das klingt doch schon mal super. Ich kenne diesen Raum. Ich kenne diesen Raum. Und ich weiß ganz genau, was gleich passiert. Aber ich verrat's nicht. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche, die Verriegelung von hier aus zu knacken. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Er hat uns nicht einmal irgendwie mal ausreden lassen oder so. Ich könnte jetzt Hilfe gebrauchen. Oh, Alter. Puh. Ich komme ein wenig ins Schwitzen, muss ich sagen. So. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel zwischendurch speichert. Das weiß ich gar nicht. Ich kann mich nur entsinnen, dass ich damals, wie ich es auf dem PC gespielt habe, habe ich es, glaube ich, per Hand immer gespeichert. Ob das Spiel Schnellspeichersystem schon unterstützt hat damals, weiß ich gar nicht. Lass uns mal überraschen.
Dr. Steinmans Praxis für plastische Chirurgie. Ist ein bisschen verschwommen, ne?